mit Jesus Urlauber. Das filmt schon, oder? Ja. Das sind ja schon. Wow. Ich habe nur gedacht, so, wenn ich es dir jetzt erkläre, wie man Freuroscheine. Ich habe jetzt hier quasi, das ist so, was ich aus der letzten Woche an Spritgeld rausbekommen habe. Und das ist halt unsere eigene Währung. Die können wir benutzen, wie wir wollen. Und zwar, um die herzustellen, die kann man halt eben selber machen, das ist das Coole daran. Brauchst du einfach nur einen alten Euroschein, den jemand rumfliegen hatte, oder du selbst einen übrig hast, also einen alten Euroschein, der nicht mehr gebraucht wird. Ja? Und dann nimmst du dir den, nimmst einen Stift und dann malst du hier schön ein Herzchen drauf und hier auch so. Ne? Hier, bei den 10-Euro-Scheinen finde ich immer da so schön drin. Da ist ein Herz in dem Gang, voll schön. Oder hier ein Smiley drauf. Ne, und hier noch ein Herzchen in die Brücken, kann man die mal schön rein. So, und dann ist das ein Freuroschein. Also man erkennt deutlich, dass es eine andere Währung sein muss als Euro, weil die Kassierer gucken erstmal immer, sehen den Unterschied natürlich sofort, müssen aber meistens irgendwie lächeln. Ansonsten gucken sie pikiert oder ignorieren es einfach, passiert auch. Und ja, aber das Coole ist, du kannst aber trotzdem offensichtlich, auch wenn sie pikiert sind, im gesamten Euroland mit diesen Dingern bezahlen. Aber es ist ja kein Falschgeld. Wir haben es ja gerade ordnungsgemäß hergestellt. Und ich hoffe, dass dieser alte Euroschein auch kein Falschgeld ist, aber also. Ne? Das Coole ist, das sind Freuros, das ist unsere Währung, das ist die Währung, wo ich und meine Leute, wenn wir mit Geld zu tun haben, benutzen wir Freuros, weil nämlich das deutsche Finanzamt Einkünfte in Freuros nicht für voll nimmt. Das ist eine Währung, die das deutsche Finanzamt nicht anerkennt, folglich geht das hier auch alles irgendwie am Fiskus vorbei, zumindest bei uns, wenn das dann in der Tankstelle in der Kasse liegt, dann ist es wieder im Fiskus drin. Aber da kommt es ja auch her, von daher ist es eh Altpapier, soll die Bank sich drum kümmern. Und dann ja, macht man das einfach so, ne? Mit jedem Geldschein, den ich in die Hand bekomme. Wenn es nicht schon ein Freuroschein ist, dann mache ich einen draus. Aha. So, hier auch noch ein Herzchen. So, man kann da auch Sachen draufschreiben, man kann hier. So schreibt man es richtig, ne? Rulze war auch cool. Hier. So, da musst du mal gucken. Manchmal die Mädels, ne, an der Kasse, die meinen dann immer, ich würde die anmachen wollen, aber dann sehen sie, dass es doch irgendwie, ne, und dann viele Fragen auch, und es ist halt auch immer sehr interessant, an wie vielen Stellen ich genau dieses System auch einfach mal kurz erklären kann. An der Kasse und wie viele Leute das schon mitbekommen haben. Und so. Ja, also eigentlich ist es nur ein Spiel, wie gesagt, ne? Aber ein sehr lustiges und vor allen Dingen eins mit einer Aussage, würde ich sagen, oder? Ich finde, die Idee kommt, glaube ich, auch von Mario Walz, wenn ich es richtig verstanden habe. Mich hat der Adam draufgebracht und ich brauchte ein Weilchen, um zu kapieren, was für ein Potenzial das wirklich ist. Nämlich vor allen Dingen damit, dass das wirklich in meiner Wahrnehmung, so ich das gerade wahrgegeben habe, dass das jetzt Freuroscheine sind. Pippi Langstrumpf lässt grüßen. Wer noch nicht begriffen hat, wie man mit Überzeugungsmustern spielen kann, so wie Kinder das eigentlich immer können, der sollte sich Pippi Langstrumpf nochmal angucken. Die ist, die macht das perfekt vor. Und dann ist das halt eben jetzt ein Segelflugzeug, wenn der Propeller ausfällt. Aus diesen komischen zusammengebrausten Kisten, die sowieso nie fliegen könnten. Aber die kommen damit auf die scheiß Insel, wo die hin wollten. Das ist das Ding. Und ich komme halt eben mit diesen Denkweisen eben auch dahin, wo ich will. Noch was kann ich auch direkt sagen.
auch ein cooles Spiel, was eine Auswirkung auf die innere Wahrnehmung hat. Ich sortiere mein Geld, also diesen durchlaufenden Posten Altpapier hier, den ich leider noch brauche, um fahren zu können. Eigentlich total widersinnig, aber ist halt gerade noch so. Können wir halt auch ändern. Das können wir endlich mal ändern. Da ist gar nicht so viel zu nötig. Ich sortiere die mal so in mein Portemonnaie, dass ich die Brücken sehe. Auf den Rückscheinen der Euroscheine der alten und der neuen, also das ist für mich eigentlich die Vorderseite. Das hier ist die Vorderseite des Euroscheins, aber das kann jeder halten, wie er will. Das Ding ist, dadurch, dass ich immer die Brücken sehe, muss ich immer daran denken, wenn ich es gebe, kann es zurückkommen. Und seitdem habe ich eigentlich nie wieder ein leeres Portemonnaie gehabt. Auch wenn nicht viel drin war, aber immer so, dass ich immer noch dahin kommen konnte, wo ich mich als nächstes wieder nützlich machen kann. Ja, das sind auch alles Gedanken zum 8.5. Ne, deswegen habe ich mir auch gerade gedacht, ich erkläre das hier einfach nochmal gerade im Video. Und ja, Happy Peace Trail, fickt euch. Hat mir letztens einer gesagt. Das heißt auch fick dich. Nee, ich sage, das ist der Weltfriedensfinger, weißt du es denn noch nicht? Ja, ne, aber wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch natürlich auch ficken, aber auch nichts dagegen. Macht das, wie ihr wollt. Sollen wir noch kurz mal zusammenfassen, was wir gerade noch gesagt hatten, hier zum Bezug auf, wie man, was für ein, von wem dieses Bild mit der Flamme, die wir jetzt quasi schon im Internet am Brennen haben, in Bezug auf 8.5.13, also den 8. Mai als Tag. Ja, macht selber draus, was ihr für euch draus, macht einen Befreiungsschlag draus. Und damit ihr das da halt eben möglichst chillig tun könnt und eine möglichst geringe Hemmschwelle dann habt, könnt ihr euch vorbereiten, schon mal bis dahin damit beschäftigen, diese kleine Flamme, die da jetzt im Facebook und so schon zu sehen ist, und auf Google ganz oben, finde ich toll, diese kleine Flamme wie ein Feuer, das man nähren muss, wenn man es anmacht. Ja, also man muss da halt eben schon mal ein bisschen Futter reinlegen. Das haben wir, diese ganzen Grafiken mit dem Logo drauf und die Beschreibungen, Videos und sowas halt alles. Das kann man alles schon mal verbreiten. Das ist quasi das Holz des Feuers. Das ist das Material, das Brennmaterial. Und da ist jetzt schon diese Flamme. Es brennt schon. Aber jetzt geht es halt eben darum, jetzt braucht es Sauerstoff und vielleicht noch mehr Holz, bis das Ding wirklich so brennt, dass es selbst anfangen kann zu regnen und es trotzdem nicht ausgeht. Ein Lauffeuer verbreiten, hatte man sowas früher auch. Ja, und ich habe eben so mal die Frage in den Raum gestellt, wenn die Medien in der Lage sind, an einem Tag was um die Welt gehen zu lassen, da stelle ich mir die Frage, wieso wir es nicht in 2 Monaten schaffen sollten. Da haben wir ja wohl ausreichend Zeit. Und wenn halt jemand den Sinn dieser Aktion erkennt, die wirklich bewegungsübergreifend ist, das ist keine Bewegung, wir kommen alle aus diesen ganzen Bewegungen der letzten Jahre, Occupy und wir sind hier und was ist nicht an 99% und Anonymous und ihr wisst es alle selber, ihr wart alle mit dabei, in irgendeinem dieser Netzwerke seid ihr drin gewesen und habt euch vorbereitet für das, was wir jetzt alle machen können. Netzwerkübergreifend, connected sind wir ausreichend und mehr als ausreichend und jetzt können wir aus dieser ganzen Sache eine richtig coole Sache machen, nämlich mit dem ganzen Know-how, was wir in den letzten Jahren gesammelt haben, jetzt mal einmal zusammen an einem Strang ziehen. Und hier ist herzlich jeder eingeladen, einfach mit uns, aber halt einfach das, was alle zusammen machen können, am 8. Mai endlich was zu tun, was längst überfällig ist. Wie gesagt, das ist für jeden in seinem eigenen Leben was völlig anderes unter Umständen als für alle um ihn herum. Aber irgendetwas hält uns in Ketten und wir sollten uns die Möglichkeit geben, bis zum 8. Mai
uns dieser Ketten bewusst zu werden und uns zu überlegen, welche davon wir vielleicht sogar vor dem 8. Mai sogar auch schon loswerden können, indem wir etwas Notwendiges und längst Überfälliges bereits vorher tun. Was mit Sicherheit eine gute Werbung für diesen Tag ist. Wenn ihr es tut, dann erzählt uns davon. Im Internet gibt es ausreichend Möglichkeiten, solche Sachen zu kommunizieren. Und dann lasst uns einfach diesen Tag, so wie den 21. Dezember, der ein bedeutsamer Tag war, weil jahrelang und jahrzehntelang mitunter schon darauf aufmerksam gemacht wurde. Diesen Tag hat jeder bewusst wahrgenommen, weil er bekannt gemacht, weil er in den Fokus gerückt worden ist. Und genau das Gleiche, das haben wir gemacht. Ja? Das haben wir alle zusammen gemacht. Jeder, der irgendwas mal jemals irgendwas über den 21. geteilt hat, Dezember, hat damit zu beigetragen, dass an diesem Tag die Aufmerksamkeit, die da war, messbar offensichtlich gewesen ist sogar, dass die aufgebaut werden konnte und auf diesen Tag gelenkt werden konnte. An diesem Tag haben wir uns vor allen Dingen gezeigt, dass wir das können, indem wir es getan haben. Jetzt können wir dieses Wissen nutzen und einfach das Gleiche nochmal machen, in weitaus weniger Zeit, aber mit dem gleichen Effekt, weil wir massenweise ausgerüstet sind mit Hightech um uns rum und jeder hat eine Kamera, jeder hat einen Internetzugang, jeder ist mit irgendwelchen Leuten vernetzt, jeder hat irgendwelche Freunde, jeder kann irgendwas, und wenn er nicht hat, dann schließt euch erst recht an, weil dann findet ihr die Leute, die denken wie ihr. Und wenn ihr allein seid, dann setzt ein Zeichen. Guckt, dass ihr euch mit Leuten verbindet. Mann, wir warten einfach, wir sind hier. Dieses Logo, das eigentlich gar nicht für eine Bewegung steht, sondern eigentlich nur dazu dasteht, dass Leute zeigen, ja, ich bin auch hier. Ich will auch eine neue Welt, ich will auch aufhören mit diesem ganzen Quatsch. Ich will auch endlich das Notwendige tun und nicht mehr lange warten müssen. Alle warten ständig drauf, dass irgendwas passiert. Warum? Weil keiner was tut, damit was passiert. Das kann man auch endlich mal ändern. Das sollten wir hier und jetzt schon ändern. Wir sollten hier und jetzt einfach erkennen, dass wir in der Lage sind, solche Sachen zu machen. So, und dann ist egal, wer versucht, sich dagegen zu stellen, weil das kann nicht verhindert werden. Wie nie was verhindert. Es ist immer das passiert, was wir gemacht haben. Wir sollten uns diesmal überlegen, wem wir zuhören. Irgendwem draußen. Oder einfach mal ganz auf uns selber, wenn wir uns die Frage stellen, muss ich diesen Scheiß wirklich weiter mitmachen, wenn mir mein Leben nicht so gefällt, wie es ist. Wenn das Leben super ist, dann bitte, hör weg. Ja, das ist das hier gerade nicht für dich bestimmt. Aber wenn ihr leidet und wenn ihr einfach keinen Bock mehr auf diesen ganzen Scheiß habt und solche Gefühle in euch tragt, dann nutzt mit uns zusammen die Möglichkeit, unabhängig von irgendjemandem, der nicht mitmacht oder sich dagegen stellt, mit denen zusammen, die es machen wollen, das jetzt endlich mal zu machen. So, und alles, was man machen muss, ist, wie viele Leute sind in der Lage, stundenlang und das jeden Tag in der Woche World of Warcraft zu zocken? Das hier ist genauso ein Spiel, nur hat es reale Auswirkungen und man kann das genauso süchtig verfolgen, aber ich empfehle, keinen Druck reinzubringen. Drückt es keinem auf, aber ladet herzlich ein. Wenn ihr irgendeinen Sinn darin seht und irgendwie denkt so, mein Gott, da könnten wir wirklich was draus machen, dann scheut diesmal einfach nicht von allen Techniken Gebrauch zu machen, durch die man Nachrichten vermittelt bekommt. Schreibt Kettenbriefe, wenn sie Sinn machen. Und wenn sie dann noch drunter stehen haben, so wie immer, wenn du das jetzt machst, dann hast du supergeil. Und wenn du es nicht machst, dann hast du bah. So, und ich sage euch, wenn ihr wirklich was ändern wollt, dann ist so ein Kettenbrief wirklich mal gut unterschrieben mit. Wenn du das an 10 Leute weiterteilst, kannst du davon ausgehen, dass definitiv was Positives an diesem Tag passieren wird. Und wenn du es nicht machst, dann hast du halt eben weiter bah. So. Ne? So kann man einen Kettenbrief dann einfach auch mal positiv nutzen, ohne sich dafür zu schämen, dass man einen Kettenbrief weitergeschickt hat. Weil man einfach davon überzeugt ist, dass das hier gerade mal einer guten Sache dient. Die Technik eines Kettenbriefs ist definitiv sinnvoll, wenn man sie auch sinnvoll nutzt. Zum Beispiel. Ansonsten, habe ich gezeigt hier, ich mache mal Zwischenbilanz, was steht da jetzt auf meiner Chronik, die mein Leben hier. Hier, Chronik. Hier, ich habe eben geschrieben, warte, ich mache mal einen Refresh. Hallo, wenn ich mein. So.
Hier steht, vor etwa einer Stunde habe ich einfach nur, weil ich gerade eben dem Martin erklärt hatte, wie man, was man tun kann, um Aufmerksamkeit auf dieses Thema, auf diesen Tag, und das Logo drückt ja einen Tag aus. Also wir haben hier nicht mit einer Bewegung oder einer Aktion oder so, wir haben mit einem Datum zu tun und mit Möglichkeiten, die wir damit in Verbindung bringen. So, und dann habe ich einfach nur 8513 Rules da hingeschrieben und hatte, jetzt habe ich hier 2 Likes, aber die Sandra hat es halt sogar schon geteilt. Wenn man solche kleinen Häppchen immer ins Feuer wirft, reicht es, wenn einer es sieht. Wenn es dann aber sogar noch einer liked oder kommentiert oder sogar teilt, geht es weiter. Und ne, dann so geht es hier die ganze Zeit. So, und dann habe ich einen anderen Status geschrieben vor 8 Stunden. Der ist nur einmal geteilt worden auch, so relativ wenig. Gefällt aber 15 Leuten und hat 13 Kommentare. Da stand, googelt mal nach 8513. Wir haben sogar die Bibel geschlagen. Das nicht mal nach einer Woche, weil da kommen die ersten 3 Treffer sind für uns. Und dann kommt irgendwas mit irgendwelchen Bibelfersen. Ja, 8513, keine Ahnung. Das sind halt eben Sachen, wie man sowas bekannt machen kann. Das ist keine Magie, das ist überhaupt nichts. Das ist einfach nur zu kapieren, das, worauf ich aufmerksam bin, das im Universum kann immer nur wachsen, was Aufmerksamkeit bekommt. Und nie ist irgendetwas anderes gewachsen. Auf andere Weise. Ja. Und das Ding ist, es ist so einfach, den Fokus der breiten Masse auf diese Dinge zu legen, wenn wir unseren eigenen selber drauf legen. Und das unbeirrt. Das ist der Knackpunkt, wo viele von euch jetzt vielleicht widersprechen und sagen, ja, ich habe das doch schon, ich sehe das schon seit Jahren, und die aber nicht. Wenn ihr mit denen noch beschäftigt seid, seid ihr gerade nicht bei euch. Und fangt bei euch an. Das ist gar nicht so schlimm, wie es sich anhört. Es ist nicht so schlimm, vor der eigenen Türe zu kehren. Eigentlich ist das sogar voll geil. Und was ich als abschließend jetzt noch zu diesem Thema sagen möchte, hier für dieses Video, weil es mir auch heute nochmal durch den Kopf ging, ich sowieso noch ein Video dazu machen wollte, einfach der Gedanke, es gibt so wahnsinnig viel zu tun auf diesem Planeten, so viele Probleme zu lösen, die natürlich alle Folgeprobleme sind, eines Kernproblems, wie ich immer wieder erwähne, dass das Gegeneinander ist. Wenn wir das Gegeneinander in ein Miteinander wandeln, bekommen wir Ruhe. Viel mehr Ruhe. Und in Ruhe lässt sich alles irgendwie viel besser machen. Deswegen rate ich gerade bei allem, was gerade so wahnsinnig wichtig ist und so wahnsinnig viel wichtiger erscheint, als der 8. Mai mit der Möglichkeit, endlich den Status quo maßgeblich zu ändern. Und zwar für die Welt, indem es jeder Einzelne für sich tut. Deswegen ist das explizit ein Tag, in dem es darum geht, was man selber tut. Und mal nicht auf die anderen achtet. Ganz wichtig. Deswegen ist das auch nichts Politisches. Das ist eher was Suche nach sich selbstmäßiges. Und wenn wir dann einmal für Ruhe gesorgt haben, dann können wir uns auch um alles andere dann kümmern. Wir müssen uns jetzt nicht um die einzelnen Symptome kümmern. Die meisten werden wegfallen, wenn wir anfangen, uns miteinander zu beschäftigen. Und zwar sehr schnell. Aber wir können ab dem 8. Mai auf jeden Fall das Geld abschaffen. Lass uns mal gucken, wie lange wir brauchen. Lange wird es nicht dauern. Vor allen Dingen werden uns dann auch die Medien, auch die Mainstream-Medien mal zur Verfügung stehen, weil die auch nicht mehr ohne das machen können. Das ist ja, wenn die Medien halt nämlich nicht berichten wollen bis zum 8. Mai, dann weiß ich, dass wir definitiv die Möglichkeit haben, wenn wir sie nutzen, können wir dann tatsächlich sogar dafür sorgen, dass die Mainstream-Medien auch nicht mehr an uns vorbeikommen. Weil wir tatsächlich die Macht haben, die Welt anzuhalten und das System stillzulegen. Und damit auch mal einfach zu zeigen, hey, das können wir.
Weil wir sind die, die es am Laufen halten, nach Vorgaben irgendwelcher Fremdautoritäten. Wenn wir damit einfach mal aufhören, sieht die Welt direkt schon mal ganz anders aus. Für jeden Einzelnen, der es anders sieht und damit in der Allgemeinheit. Ne? Hey, wir haben so lange wir haben so lange irgendwelche Ausreden gefunden, irgendwelche Dinge nicht zu tun. Und meistens haben wir es irgendwie auf andere geschoben, weil die nicht mitgemacht haben. Und irgendwie ist das hier jetzt gerade eine Aktion, wo das einfach nicht mehr möglich ist. Genau das haben wir rausgebaut. Hier gibt es gerade eigentlich gar nichts, was wichtiger wäre, als gerade erstmal für Ruhe zu sorgen. Und um das hinzubekommen, ist diese Aktion irgendwie entstanden. Erstmal für Ruhe sorgen. Erstmal dafür sorgen, dass wir alle irgendwie mal aus diesem Schutzmodus raus können und gerade mal wieder aufatmen können und uns nicht mehr von allem und jedem getrennt fühlen, sondern irgendwie das Gefühl haben, hey, es geht auch anders, lass uns mal anders probieren. Ey, wenn das scheiße ist, können wir uns danach immer noch die Fresse wieder einschlagen. Ist ja kein Problem, wieder zurück in die Hölle zu gehen. Aber genau darum geht es. Wir haben aus der Erde eine Hölle gemacht. Und trotzdem ist der Himmel, der sie sein kann, ständig da. Nur bekommt der sehr wenig Aufmerksamkeit, weil es nicht sehr in Mode ist, dem Aufmerksamkeit zu schenken. So, genug geredet. Ne? Danke, dass ihr noch da wart. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ne? Hauptsache ist, ihr seid insgesamt dabei. Seid hier mit euch selber dabei. Danke, Namaste. Frieden euch allen.